Ja, hallo zusammen. Willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Raid zur allerletzten Mission bei den Russen. Jawohl. Und ja, dann würde ich mal sagen, nachdem wir hier jetzt echt alles erobert haben, gehen wir nach London. This was not to happen. The chromosphere was to be ours. Now all we have is a pile of debris. You, General, are to blame. He failed to deactivate the radar centers. I believe he is aware of the punishment. Take him out and shoot him. Get him out of my sight. Comrade Stalin, the General is not responsible for the destruction of the chromosphere. I personally monitored his actions. And who then would be to blame? Clearly, the General is at fault. Yet, comrade, it was you who failed in your actions. You did not inform the general of the other Allied transmitter that was nearby. Is this true, Kuko? Was there a fourth transmitter? We did not notice it on the first pass, but yes. You disappoint me, Kukov. If the chronosphere isn't to be ours, then let it be buried with the remains of the Allied dogs. Where are they? Nadia, where's their base of operations located? We have traced Einstein's signal. He has moved to the coast of England. It must be the center of the command. General, consider this your redemption. You are to lead the attack on the Allied headquarters. Level it! Destroy forever all traces of the Alliance. Comrade, Commander... Continue! Comrade. And you will find yourself on the floor with Kukov. Assemble a strike team. A continental Soviet Union is our destiny. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, erstmal Stopp. was wir da auf der Cutscene gesehen haben, das trifft hier auch auf das Spiel zu. Eine sehr, 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 sehr harte Landung. Okay, letzte Mission, Freunde. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, deswegen gucke ich auch öfter mal, ob der aufnimmt, weil die Cutscene, die war richtig geil. So, ja, was gibt's zu sagen? Letzte Mission. So, los geht's, komm. Los geht's. Mach die Panzer hier, Marsch. So, weiter, 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 weiter. Weg damit. Und hiermit, weg damit. So, ich muss erstmal hier die ganzen Panzer killen. Ich habe auch auf langsam gestellt, damit hier keine Scheiße passiert. So, dann machen wir die Artillerien da weg. So, dann den Panzer, dann die Artillerie da hinten. Sehr schön. Und dann hier die... Hier diese kleinen Mini-Panzer. So, und da kommen noch zwei Artillerien. Alles klar. Gut, aufpassen. Ich muss aufpassen, ja? So, das war fürs Minicken. Okay. Da kommen meine Verstärkungstruppen. Die brauche ich auch, weil, wie ihr seht, hier sind Minen verteilt. Hier ist alles vermint. Hier in dem Bereich. Hier ist alles vermint. Und jetzt kommt er mit Hubschraubern. Oh, wie ihr seht, das ist eine richtig heftige Mission, die letzte. So, dann fahrt ihr mal bitte hier drunter, damit der auch ja nicht trifft. Da unten kommen die Nächsten. So, da unten kommen die Nächsten. Fuck. Oh Gott. Die letzte Mission, ich habe so Angst. Ich habe so Angst vor der Mission.
Die ist so heftig. Schaut euch das an. Ich baue den aber schon mal auf. So, und dann Kraftwerk. So, macht das weg. Alles klar. So, weil hier muss ich auch definitiv extrem schnell sein. So, direkt eine Raffinerie, weil ich muss direkt U-Boote bauen. Da kommt schon der nächste Zack. Da kommt schon der nächste Scheiß. Na, fahrt schneller dahin, damit der nicht ausladen kann. Damit der ja nicht ausladen kann hier. Okay, und... Ah, Scheiße. Egal, komm. Weg damit. Weg damit direkt. Direkt angreifen. Direkt angreifen. So, okay. So, alles klar. Gut. Boah, den ersten Angriff habe ich schon mal überstanden. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, so viel zu quatschen. Die letzte Mission, Freunde. Letzte Mission ist so heftig hier. Und wie ihr seht, das ist alles vermint. Alles vermint. So. Und wie ihr seht, wir haben einen Arsch voll Geld, aber den Arsch voll, den brauchen wir auch. Ganz ehrlich, so. Okay, erstmal durchatmen. So. Dann kann ich jetzt mal ein bisschen besonnener... Ah, ich wollte gerade... Scheiße, scheiße Minen hier. So, der Raketenwerfer, der kann man... Genau, sehr schön. Puh, ja, Freunde. Zack. Weg damit. Oh, das ist laggy gewesen. Ich habe hier wieder ein paar Lecks. Wartet ein paar Sekunden. Das liegt an Avira. Das liegt an dem scheiß Avira-Programm, Antivirenprogramm, was sich immer anschaltet. Und baue jetzt endlich diese Raffinerie hier auf. Verdammt nochmal. So, und direkt eine Waffenfabrik. Direkt eine Waffenfabrik. So, du Sammler, gehst mal hier unten hin, weil ich brauche hier Verteidigungslinien. Na, es ist gerade, es hängt gerade ein bisschen, aber das regt sich gleich wieder ein, oder? Ja, das regt sich gleich wieder ein. Das ist nur Avira. Ich kenne das mittlerweile, das Problem. Das hat sich wieder eingeschaltet und das hört noch 2 Minuten oder so auf. Also bleibt dran, es läuft gleich besser. So, die Panzer muss ich jetzt erstmal hier unten abstellen. Weil das hier ist die Landestelle von dem. So. Genau das. So, die 4 Mammutpanzer sind jetzt meine mobile Verteidigung. Und jetzt muss ich halt abwarten, bis das mit dem Avira sich einkriegt. So, ich glaube... Eieiei. So, jetzt hat sich's, glaube ich, eingekriegt. Oder? Ja, ja, okay. Mhm. Jetzt ist es wieder wie gewohnt. Ja, Freunde, wie gesagt, also letzte Mission. Das wird heftig. Das wird richtig, richtig heftig. So, neues Team 1, der ist weg. Sehr schön. So, dann bisschen mal erkunden hier. Weil hier hinten ist jede Menge Erz. Und hier unten kommen gleich auch noch welche. Und hier links auch und hier oben auch. Und ich werde von allen Seiten hier angegriffen. Das ist so nervig. So, direkt einen zweiten Sammler. So, dann ist das meine Verteidigung für hier oben. Hier ist abgesichert. So, alles klar. Ah! Um Gottes Willen. Ah, nein, 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 zurück. Hab ich ganz vergessen. Da oben ist ja auch noch was. Um Gottes Willen. Schieß schon. Mach den Scheiß kaputt. Weg damit. Sehr schön. So, da ist ein Mannequin. Das ist kein Ding. Das kann mein Fußsoldat machen. Komm, hast du den ersten Schuss? Ja, sehr schön. So. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, oh Gott, ich muss weiterbauen. Scheiße, ich habe viel Zeit verloren jetzt. Ich habe echt Schiss vor dieser Mission. Das ist so heftig hier. Wie ihr seht, die Landung hier, die war schon heftig, ja. So, direkt Kampfpanzer. Und der Sammler kann direkt hier sammeln. So, alles klar. Ja, ich bin ein bisschen nervös, muss ich echt gestehen, ja. So, nächste Raffinerie. Ich weiß, ich müsste jetzt eigentlich erstmal voll auf Verteidigung, aber Raffinerie ist erstmal wichtiger. Damit der Geldfluss hier vorhanden ist. Leute. Ah, so. In ungefähr 5 Minuten kann ich auch konzentrierter mit euch reden. So, da kommen die Hubschrauber. So, auf wen schießt du? Auf wen schießt du? Da drauf, okay. Sehr gut. Ja, das ist kein Problem. So, nächste Panzer. Ich brauche eine Verteidigung für hier. So. Und tschüss. So, sehr schön. Ich gucke nochmal, ob der aufnimmt. Jawohl, der nimmt auf. Wunderbar. Puh, so. Den Anfang können wir jetzt erstmal speichern, Freunde. Ich muss nämlich nach der Raffinerie direkt eine U-Boot-Werft bauen. Weil hier kommen Schlachtkreuzer mal wieder vor, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. So,
Aber die können mal dahin, bitte. Ja, so, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Minimal. Minimale Ruhe haben wir jetzt. So, weitere Kampfpanzer. Haha, der Hubschrauber ist weg. Sehr schön. Zack, weg damit. So, okay. Gut, dann... Die Raffinerie kommt mal hier oben hin. So, U-Boot-Werft, U-Boot-Werft, U-Boot-Werft. So, du kommst direkt hier hin und sammelst die Edelsteine ein. So, Hubschrauber. Was? Haha, der fliegt zurück, sehr schön. Okay, alles klar. Gut. So, soll ich noch einen Sammler bauen? Nee, drei Sammler reichen. Ja, komm, ich baue noch einen. Ich baue noch einen Sammler. So, U-Boot-Werft. U-Boote direkt. Zack. So, Radar. Zack. So. Produktion läuft. Ich habe hier einen Panzer. Zwei Panzer, komm. Weil die... Ich nehme noch einen, komm hier. Weil ich muss hier unten hinfahren gleich. Ich muss da absichern. Ich habe keine Lust dafür, Testerspuren zu bauen. Ich habe nämlich einen Plan hierfür, ja. Ich muss an den beiden Landestellen... Muss ich einfach Panzer hinstellen. So. Dann kann der nämlich schon gar nicht mehr landen. Da kann ich mir schon gar nicht mehr auf den Sack gehen damit. So, weiter geht's. U-Boote, weiter. Was war das denn? Okay. So, alles klar. Dann, oh. Jetzt sag mir bitte nicht, dass der da schon kommt, der Schlachtkreuzer. Nein. Doch. Oh mein Gott. Oh nein. Scheiße, ich bin zu langsam gewesen, ich Idiot. Ah, fuck, ey. Da ist der Schlachtkreuzer schon. Oh Mann. Da ist der Schlachtkreuzer schon. Der ging, der kommt aber viel zu schnell. Okay. Das wird jetzt schwer. So, lass den mal hier hinkommen. Der trifft eh noch nicht. Oh, das geht doch viel zu schnell, Junge. Trifft der überhaupt irgendwas? Schieß doch mal, Mensch. So, ich habe hier meine Panzer stehen. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen angespannt noch. So. Raketenwerfer, komm. Da. Da kommt er. So, weg damit. So, weitere U-Boote bitte. So, die kriegen den hin. Das ist gut, ja. Das ist sehr gut, so. Alles klar. Die Patrouille. So, hier sind noch Hubschrauber. Die treffen nicht, das ist schon mal gut. So, dann nimm die U-Boote und hier unten hin bitte. Welcher Stützpunkt da? Hier, okay. Alles klar. Oh Gott. Tech-Zentrum, los. Und weitere Panzer. Wo ist der? Da ist er. Da ist er, okay. Aber der trifft nicht, das ist ganz gut, ja. Der trifft nicht. Ja, das wusste ich schon, dass hier noch Schlachtkreuzer drin vorkommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, geht mal los hier. Oder, Moment mal. Nee, 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 stopp. Ich kann meine Panzer nehmen. Ha! Ich kann meine Panzer nehmen und den da klar platt machen. Genau, sehr geil. Okay, sehr schön. Mach den im Arsch. Mach den kaputt. Hör auf, dich zu bewegen. Ah, ah! Scheiße. Ja, egal, komm. Dann. Dann fahr da rein. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ja, der ist weg. Sehr schön. Und weg damit. Und direkt weg damit. Oh Gott. Da ist die nächste, ja. Hier ist der nächste Punkt. So, Konstruktion abgeschlossen, habe ich gehört. So, okay. Da ist der nächste Hubschrauber. Fahr doch da rein, Mensch. Ja, oder so. Ja, komm. Gut. Großkraftwerke. Komm. Fahr den noch platt. Verdammt nochmal, ey. Fahr den Manneken platt. So. Das schafft er auch so. So, du fährst jetzt das Manneken platt. Mensch. So. Jetzt... Oh, da schieß halt drauf. So. So. Alles klar. Weitere U-Boote. Was ist das? Was? Wo kommt der denn her? What? Okay. Sehr interessant. Naja, komm. Okay. Panzer wieder hier runter. So, ich brauche weitere Kampfpanzer. Da! Nein! Ich habe falsch aufgebaut, ich Idiot. Ah, Mann! Ah, verdammt. Ja, dann... Keine Ahnung, dann... Mach den halt platt. So, Konstruktion abgeschlossen. Sehr gut. Tesla-Spule, los. Tesla-Spule direkt.
So, der will nämlich hier mega abfacken, ne? Weitere Kampfpanzer brauche ich. Weitere U-Boote auch. Manneken, na gut. So, das, dann das hier hin. Den hier hin. Den hier hin. Das Manneken kann hier oben hin. Den hier hin. Oh, meine Güte, ey, diese Mission, ja. Hier muss man echt schnell sein. Ich hoffe, dass ich das schaffe, ey. So, dann fahr mal ein bisschen nach vorne. Ah, der trifft nach wie vor, ne? Das ist das Problem. Ja, die Mammutpanzer sind halt groß, das ist das Ding. Ja. So, weitere U-Boote. So. Ich brauche mehr U-Boote hier. So. Ah, die Brücke soll ich die im Arsch machen? Nee, nee. So. Okay, zack. Weitere Tesla-Spule. Ich brauche hier 3 Tesla-Spulen. Mann. So, okay. Alle 3 Sammler im Dienst. Sehr gut, dann brauche ich noch einen 4. jetzt. So, dann kommt der Panzer mal hier hin. Die können wir hier abdecken. So. Alles klar, es lichtet sich. So. Mega spannende Mucke auch, ja. So, ich glaube, dann kann ich jetzt speichern und die Musik ein bisschen... Ach, die Musik, sag ich schon. Die Spielstellung immer ein bisschen hochschrauben. So, okay. Alles klar, ja, so. So, der Anfang ist geschafft, Freunde. Der Anfang ist geschafft. Alles klar. Sehr gut, ja. Puh, okay, ja, ich muss mich echt konzentrieren hier. Weitere U-Boote. So, noch eine Tesla-Spule und noch eine Tesla-Spule. Ah, so, der Sammler kann direkt hier sammeln. So, okay, dann noch ein Panzer. Weil dann habe ich nämlich erstmal die, die Spawner-Spots hier abgedeckt. So, ich brauche mehr Kohle jetzt. Mehr Kohle. So, die U-Boote. So, weitere U-Boote. Ich brauche einfach so viele U-Boote hier, das ist so heftig. So. Alles klar. So, gut. Weitere Panzer noch. Einen noch. Einen noch, würde ich sagen. Und dann ist es fertig. So, Tesla-Spule. Hier hin. Weiteres Großkraftwerk. Ja, das war mir klar. Das war mir klar, dankeschön. So, weitere U-Boote. Ich brauche so viele U-Boote. Ja, seht ihr das? Da steht er doch schon. Ja, der schießt auch schon auf meinen Sammler, ja. Ja, den Sammler kann er ruhig anschießen. Den wird er eh nicht treffen. So, dann rauf da. Verdammte Scheiße. So, weg damit. Und direkt hier. Und den. Direkt auf den. So, weg damit. Das nervt nämlich richtig hier mit den scheiß Schlachtkreuzer. So, geil. Okay, alles klar. Dann brauche ich jetzt keine Kampfpanzer mehr. Sondern, doch einen noch, komm. Und, ja. Werkstatt. Oh Gott. So, ich habe nämlich schön viel Platz hier, wie ihr seht. Das ist richtig gut. So. Alles klar, die U-Boote hier, die... Ich teile die mal ein bisschen auf, dass man so eine kleine Sperre errichten kann. Und ich brauche schon Silos, alles klar. Da baue weitere U-Boote. So. Dann fahrt ihr mal... Macht ihr mal hier eine Sperre, bitte. So. Dann kannst du bitte hier hin. So, Konstruktion ist abgeschlossen. Ja, ich brauche wirklich gleich mal Silos. So, dann kann ich mich jetzt mal ein bisschen beruhigen. Nein. Oder doch? Wir brauchen echt Silos. Das ist schon so krass. Ja. Dann bauen wir noch ein U-Boot und am besten schon mal ein Mammut. So. Hier steht die Sperre. Moment, nein. Das muss ein bisschen nach oben noch. Oh, scheiße. Ressourcenverlust ist nie gut hier, ey. Nicht in der letzten Mission. So, hier ist abgesichert. Hier ist abgesichert. Hier ist abgesichert. So, dann kann ich mich jetzt schon mal, dann kann ich mich jetzt mal auf, das Wesentliche konzentrieren. Nämlich den Bau von meiner Basis. So. Weitere U-Boote. So. Hier ist die Sperre. Hier ist der Spot, glaube ich. Der Spot, wo die Dings reinkommen, ja. So, weitere Kraftwerke. Alles klar, sehr gut. So, dann... Einmal hier, einmal hier, einmal hier, einmal hier.
So, weitere U-Boote. So, dann. Weitere Tesla-Spulen. So, ich muss mich hier richtig einzimmern mit Tesla-Spulen. So. Alles klar, dann habe ich jetzt hier auch ein paar U-Boote. So, ja. Das Ding ist halt, die Ressourcen hier sind bald weg. So. Eins noch. Aha! Yes! Yes, die Sperre steht. Das ist schon mal sehr gut. So, wisst ihr was? Dann kann Team 1 eigentlich erstmal, oder zumindest die hier alle mal reparieren. So. Haha, die Sperre steht auch. Sehr gut. Und, ja, hier kommen immer Artillerien raus. Das ist das halt. So. Dann kommt hier oben halt die nächste Testerspule. Dann ist das hier auch abgesichert. Alles klar, weitere Kraftwerke. Boah, meine Güte. So, letzte Mission, ja. Aber ich glaube, ich habe den Anfang jetzt mal so geschafft. Alles klar, cool. So, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, Freunde. Ja. Da kommen sie nämlich. Ha, siehst du das? Seht ihr das? Nein, schieß doch! Macht, lass dir doch nicht durch, Mann. Ah, die sind so unselbstständig, ne? Verdammt. Ja. Das ist halt das, weil der halt immer Dings hat. Wie nennt man das? Patrouillen hat. Das ist das Problem. So, egal. Komm. Die nächsten U-Boote sind auf dem Weg. Alles klar. So, sehr schön. Gut, nächstes Kraftwerk. Boah. So, Freunde. Dann kann ich mich jetzt erst mal ein bisschen entspannen. Ja, Freunde, wie gesagt, gut. Dann Flugfelder, so. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Command & Conquer Alarmstufe Rot. Bei der finalen Mission. ja, wie gesagt, es ist ziemlich heftig, die finale Mission. Und Flugfelder mache ich mal hier unten hin. So, direkt eine MiG. So, was haben wir hier? Was? Hubschrauber! Oh Gottes Willen! Komm, Mammut! Mammut, schieß doch! Oh, Langverkauf! Oh Gott! Boah! Da kommt er doch echt mit Dings an, ey. Shit. Ja gut, da muss ich erstmal Flachs bauen. Nein, nein, keine Heliports. Noch nicht. So, Flachs. Da muss ich erstmal Flachs bauen, ja. Der hat mir zwei Tesla-Spulen weggenommen, der Penner. Und das hier, das gefällt mir eigentlich nicht. Naja, ist egal so. Alles klar. Da kommen die nächsten U-Boote. So, Flachs. Flack, Flack. So, weiterer Flachs. So, alles klar. Da kommt wieder was. Aber der kann nicht ausladen, nein. Sehr schön. Oder? Jetzt mach keine Scheiße. Nein! Warum? Oh, egal, die Testerspulen können helfen. Sehr schön. Ja gut, dann muss ich halt den mal ein bisschen hier rücken. So, der kann doch ausladen. Warum kann der ausladen? Verdammt, da muss hier noch ein Panzer hin. So, weitere Flachs. Und Testerspulen nachbauen. So. Alles klar, Leute. Ja, wie gesagt, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe auch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar, beziehungsweise... Ich brauche immer Silos. So. Einen kleinen Zwischenstand zu meinem kleinen Voting, was ich da gemacht habe. Fürs nächste Projekt. Ja. Ah, das ist Ressourcenverschwendung. Jetzt ist egal. Momentan sieht's... Ich wollte hier mit dir einen kleinen Zwischenstand geben. Und das werde ich jetzt auch gerne machen. Momentan sieht es da nämlich folgendermaßen aus. Der Führende ist Dune 2000. Mit, glaube ich, 4 oder 5 Punkten schon. Und danach kommen sämtliche Command & Conquer Teile. Und Empire Earth hat 2 Stimmen auch, glaube ich, bekommen. Ja, von euch. Und... ja, momentan sieht es da halt echt nach Dune 2000 aus, was ich auch, ja, sehr sympathisch finde. Definitiv. Dune 2000 ist auch ein richtig geiles Spiel.
Wie Commander Conquer, nur anders. Ja, wie Commander Conquer, nur anders, genau. Dann kann es nicht wie Commander Conquer sein, ne? Was? Was war das? Um Gottes... Ah, okay, nee. Ich dachte schon. Alter, mach mir doch nicht so eine Angst, ey. Ich dachte, da wäre irgendwas von meinen Gebäuden im Arsch. So, dann erforsch mal hier bitte. So. Alles klar. Meine Güte, ey. So, dann. Was denn schon wieder? Oh Gott. Hallo? Was? Ach, die Manneken. Ah, die haben die Brücke im Arsch gemacht. Ach, deswegen. Ja, okay. Das sind Phyraxios, die kriegt ihr aber hin, ja? So, Fallschirmjäger direkt dahin. So, dann noch eine MIG und noch ein paar Flugfelder. Ja, sehr schön. Das kriegt er hin hier, ne? Das kriegt er hin, ja. Den kriegst du noch. Ja, sehr schön. So, alles klar. So, gut. Dann, ja, wollte ich gerade mal. Wie gesagt, beim Voting fürs nächste Projekt ist Dune 2000 vorne. Mit 5 Stimmen. Und, ja. Ich denke mal, das wird es auch werden. Also, es ist jetzt noch ungefähr. Jetzt ist sie weg, okay. Es ist jetzt noch ungefähr eine Woche, bis ich das hier hochlade. Aber es sieht momentan doch sehr stark nach Dune 2000 aus, wie gesagt. Und ja, wie gesagt, freue mich, dass ihr fleißig abstimmt und dass ihr auch wieder hier dabei seid bei der letzten Mission. Ne, U-Boote brauche ich eigentlich... Nicht mehr, ne. Bewegt euch mal hier hin, U-Boote. So, dann kann ich mich jetzt in Ruhe auf den Basisbau konzentrieren. Wirklich in Ruhe. Mit der schönen Geisterhausmuck im Hintergrund, ja, Mann. So. Alles klar, sehr schön, Freunde. Und, ja, in der Cutscene haben wir mal wieder gesehen, ne, wie sich da die Nadja... Ach Quatsch, die Nadja. Wie da der Stalin sich von seinen ganzen Generälen wirklich trennt. Das ist sehr interessant, weil man sieht da wirklich den Schritt für Schritt Verfall der Sowjetunion. Und was es damit auf sich hat, Freunde, dazu später mehr. Alles klar, da habe ich hier doch schon eine kleine Armee zusammen. Die Brücke ist im Arsch. Es ist suboptimal. Aber ist erstmal nicht zu ändern. Was wollte ich noch sagen? Ja, eiserne Vorhang werde ich bauen, auf jeden Fall. Und die U-Boote. Ja, gut. Können ein bisschen erkunden. Das Spionageflugzeug kann mal hier in der Ecke erkunden. Weil wenn irgendwas aus der Ecke kommt, damit ich das früher sehe. Weil die sind hier so link. Ja, die sind so link. Schaut euch das an. Da kommen 4 Artillerien. So. Aber die Artillerien, die können gegen 2 Testerspulen eigentlich einpacken. Wenn die vernünftig agieren. So. Sehr schön. Und... Ja! Weg damit. Weg damit. Weg damit. Nicht auf den Manneken. So, weg da. Sehr schön. So, der eiserne Vorhang ist fertig. Kommt mal hier hin. Und die Energie reicht sogar. Sehr schön. Kann ich mal weitere Flugfelder bauen. Jo. Ja, hier werde ich mich auch wieder ausbreiten, definitiv. Also das hier alles wird meine Basis werden, ja. So, sehr schön. Können wir hier weitere Flugfelder bauen? Ich werde 8 MiGs bauen. Das brauche ich hier. 8 MiGs, ja. So, Fallschirmbomben. Probier das mal. Probier das einfach mal. So. So, der kommt sogar aus der richtigen Richtung. Das ist schon mal ganz gut. Dann schau mal, ob das trifft, ja. Es sei denn, der bewegt sich wieder. Na, es trifft nicht. Aber das Gebäude! Super. Toller Bomber, wirklich. Naja, egal. So. Das war der Bomber, ja. So, hier sind meine 5 Manneken. Die können wir den Jeep hier platt machen. So.